Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Yay! Ich bin im Anfangsraum, also quasi nicht den allerersten Anfangsraum, aber dem zweiten Anfangsraum. Und hier haben wir noch eine Truhe offen. Ah ne, Quatsch. Im Alleranfangsraum, da haben wir die Truhe offen. Ups. Wenn ich gerade auf die Karte schaue. Ja, hier. Deswegen wollte ich auch mal hier kurz vorbeischnauen. Und die holen, weil ihr sollt die ja auch mitbekommen, ne? Aber da sind nur Pfeile dran. Hier war ja schon mal eine Truhe, die habe ich aber nicht gesehen. Die habe ich aber schon gesehen, die da hinten. Da waren Bomben drin, ne? So, gut, dann sehen wir uns jetzt im anderen Raum. Bis dann. So, da sind wir wieder in meinem Lieblingsraum. Haha. Natürlich sind alle Gegner wieder da, weil ich... ja, das Spiel neu gestartet habe. Doof, aber was soll's. Ich schieße hier einfach alle so ab, weil das Fledermäuse sind. Ach, ich springe einfach hier oben. Okay. Wir müssen... eigentlich ist der Weg ja gar nicht mehr so schlimm. Nach oben. Penner. Lass mich doch away. Und zwar muss ich einfach nur zu dieser... oder? Ich glaube, das ist der Weg. Geh weg. Er hat mich noch getroffen, klar. Ich muss noch zu diesem grünen Zeug. Und da, von hier aus kann ich ja nach oben. Und wir müssen ja nach oben, um die zwei Truhen zu finden. So. Ich weiß noch nicht, ob man hier direkt darauf kann. Weil wir sind ja gar nicht durch diese Türen gegangen. Voll komisch. Ich war hier, aber... hat mich alles nicht interessiert. Keine Ahnung, warum. Hätte mich das mal interessiert. So. Schauen wir einfach mal. Hier geht's jetzt außen lang. Genau, da ist irgendeine komische Abkürzung. Warte. Da war ich doch auch noch nicht. Das ist der Rückweg. Oder ist das ist nicht der Rückweg? Ich gehe lieber erst in die andere Richtung. Ich gehe in die andere Richtung, gehe durch die Türen, die wir verpasst haben. Nachdem ich diese Kugel jetzt zerstört habe. Und ja, versuche da was rauszufinden. Ich schaue mal auf die Karte. Ups. Genau da vor uns quasi. Und einmal dort runter ist eine Truhe. Da ist eine fette Truhe. Ach, klar, ich musste das Wasser erst zum Fließen bringen, damit sich dieses Ding hier bewegt. Damit sich das da bewegt. Das hat vorher gar nicht funktioniert. Aber ich bin ja auch nicht mehr hochgegangen, nachträglich oder so. Naja, was soll's. Bomben. Kann man das zufällig aufspringen? Das ist schön. Nein, also ich glaube zwar nicht, aber... sieht aus wie eine Tür, die für immer fest ist. Aber... das sieht aus. Kann gar nicht sein, aber egal. Das wäre cool, wenn es in 3D sei, das versteckte Räume gäbe, die man nur aufsprengen kann. Das wäre so cool. So, dann gehen wir wieder hier zurück und... irgendwie muss ich ja... hier rüber gekommen sein, weil ich habe ja hier schon gegen diese Viecher gekämpft. Das heißt, ich muss doch auf die andere Seite und da gucken. Genau. So. Mann. So. Ich gucke erstmal runter, was es hier so gibt. Nichts. Genau, hier waren wir ja schon, um das Wasser zu aktivieren. Kann es sein, dass da dann... ja doch, da sind zwei Türen und ich bin auch die andere gegangen. Hä? Achso. Wie dumm kann man sein? Und da versuchen, normal hochzukommen? Naja.
Ach, da sind Gitter an den Türen. Das ist ja cool. Habe ich gar nicht gesehen. So, hier. Jetzt gehen wir hier lang. Wir müssen ja irgendwo noch einen Schlüssel finden. Genau, hier waren wir. So. Und hier ist eine Truhe, genau. Okay, dann finden wir vielleicht keinen Schlüssel. Aber können darüber. Und da waren wir gar nicht. Voll dumm. So. Hallo. Truhe. Mit Geld, okay. So. Oh. Kann man die Türen doch öffnen? Knacks. Oh, cool. Geht das auch auf der Seite? Und ich hab's einfach übersehen, das wäre scheiße. Das wäre richtig blöde. Ich gucke mal aus Neugier einfach. Aber wahrscheinlich nicht, weil das ist ja irgendwie so ein linearer Weg gewesen jetzt. Also nur ein, es gab nur einen Weg hierher. Ich mach's einfach und gehe gleich durch diese Tür. Aber ich glaube nicht, dass da was war. Zum Öffnen. Ist schon wieder da? Ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Nein, da ist keine. Nichts zum Öffnen. Habe ich mir schon fast gedacht. Gut, dass ich immer diese Zeit so verschwende. Das ist so super. Ja. Hier gehen wir nicht durch. Sonst falle ich runter. Oder muss von unten irgendwie wieder rüber und das nervt. Dann gehe ich lieber den kleinen Umweg hier, aber das ist wahrscheinlich immer noch kürzer. Zeitlich gesehen. Aber ich frage mich immer noch, wo wir eigentlich jetzt hin müssen. Ehrlich gesagt, weil wir waren eigentlich schon überall. Und in der Mitte war eine Schlüsseltür. Haben wir einen Schlüssel? Ich weiß es halt nicht. Wir haben alle Truhen der Welt. Wir müssten... Haben wir dann tatsächlich einen Schlüssel? Ich hab's irgendwie vercheckt. Müsste das dann nicht abgebildet sein unten? Naja, wir werden es schon sehen. So. Den Master Key haben wir auf jeden Fall. Und... Jo. Und wir haben alle anderen, wir haben diesen komischen Stempel sogar gefunden. Wir haben zwei Stempel gefunden. Ich weiß, das zweite war Y, das erste vielleicht ein K. Weiß ich nicht. Ich hoffe, das... Oh ja. Yeah. So. Okay. Dann... Nein, ich bin so... Boah, zum Glück. Das wäre witzig, ey, wenn ich jetzt auf einer Plattform gelandet wäre und von da aus hätte ich dann... Obwohl, nee, ich glaube dann, wenn man sich ins Loch stürzt, taucht man ja da auf, wie man, wo man in den Raum getreten ist und nicht wo man das zuletzt gestanden hat. Gestanden ist, gestanden hat. Keine Ahnung. So. Dann gehe ich jetzt in die Mitte. Keine Ahnung. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich war schon überall und habe eine Truhe. Und habe den Gegenstand aller Gegenstände und ich habe... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay. Und da gehört das zum Master Key. Achso, das ist der Master Schlüssel. Schloss, Schlüssel, Schloss. Okay. Ja gut, dann machen wir jetzt Radau. Tschüss, Vieh. Wünsche uns Glück.
Also wenn in diesem Zelda mit diesem Anzug der Wassertempel kein Unterwasser-Dings wäre, kein Unterwasserkampf wäre am Ende, der Boss halt kein Unterwasserkampf wäre, dann wäre ich enttäuscht. Aber natürlich ist es unter Wasser. Ich meine, wenn schon Link atmen kann unter Wasser, so wie sonst Mario und Donkey Kong. Okay, in den neuesten Spielen Donkey Kong nicht. Dann. Er muss auch mal diese besonderen Fähigkeiten besitzen. Ein Auge in einer Tentakel. Und es hat mich gesehen. Und jetzt kommen mehr Tentakel. Hallo. Und jetzt kommt auch noch ein Maul in den Maul, in den Maul, in den Maul. Nein. Otapesco, Urzeitfisch. Ein schöner Fisch. Den hätte ich gerne als Haustier. Aber okay. Jetzt weiß ich, ich muss den Tentakel ausweichen. Der hat mich voll genommen und in den Mund gestopft. So voll gierig. Naja, was soll er sonst machen? Sonst könnte er nur seinen Maul halt bewegen. So, erstmal wieder an den Grund. Und Greifi ist zu weit weg. Jetzt aber. Ach, man kann die auch noch abwehren. Oh, jetzt kommen Bombenfische. Oh. Ich habe mich explodiert. Oh. Ist trotzdem niedlich, wie er sich so verhält. Lalilalilalila. So. Man den das da reinwerfen kann ins Maul. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber es hat mich beschützt, vermutlich. Ich bringe mich nur selbst um. Aber das kennt ihr ja von mir. Ups. Nein! Man kann doch gar nicht so schnell reagieren, du Arschloch. Ach man, nur. Mie, mie, mie. Los, Bombenfische. Folgt mir. Ob in dem Gras hier irgendwie Zeug drin ist? Herzen und so? Kann man nicht mal kaputt machen. Aber da sind Truhen. Truhen vor allem, Krüge. Eine Fee? Ein Spaß. Oh, drei Herzen. Okay. Wow. Der macht einfach sein Ding weiter und ich bin hier weg. Ich bin weg von hier. Ich frage mich, was die Bombenfische sollen. Kann man die wirklich nutzen, oder? Na komm, Eugi, Eugi, Eugi. Eugichen, Eugchen. Da bist du, Eugchen. Wenn ich Glück habe, explodiert die Bombe bei dem Auge, genau. Aber scheinbar steht die Zeit still. Na komm. Die ist jetzt erst explodiert. Nein. Alter, zum Kotzen. Man kann einfach nicht reagieren. Wie soll das funktionieren? Ich frage mich gerade, ob die den anders gemacht haben. Also an sich ist der Aufbau gleich auf jeden Fall. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich früher so Probleme damit hatte. Probleme in Anführungsstrichen.
Oh, die Bombenfische sind gerade auf mich zu. Ja, verkriech dich in deinem Loch. Oder komm raus und spiel mit mir. Jetzt zeigt er seine wahre Pracht. Stell dir mal vor, ihr trefft im See so einen Fisch. Das wäre cool. Na gut, er wirkt ein bisschen bösartig, aber ich glaube, man kann ihn schon irgendwie im Vorfeld erkennen. Und dass man dann nicht in den See geht. Ich hole mir erstmal ein bisschen Heilung. Ich glaube, jetzt kommt der leichte, aber der super coole Teil. Fisch. Was willst du denn mit einer? Ich brauch deine Hilfe nicht. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich wollte doch nur meine Heilung suchen. Oh. Er saugt mich ein. Warte. Und jetzt das coole. Richtig rein mit dem Schwert. Voll gemein eigentlich. Ich meine, hat uns das Vieh was getan? Wir brechen hier. Ah nee, stimmt. Es hat den Zoras was getan. Die Monster sind ja aufgetaucht und so. Und haben ihren Schrein entehrt. Sozusagen. Ich bin zu langsam. Oh, nochmal. Ins Auge rein. Wie komisch, dass er das Auge. Oh, hat er ein zweites Auge, welches er durch die Tentakel führen kann. Und jetzt hat er halt so ein Auge. Eine Säule zerstört. Oha. Ich bin zu langsam. Er muss mir entgegenkommen. Danke. Aber das war leider nicht genug. Jetzt aber. Yes. Also wie man links so zuguckt, der ist einfach voller Berserker. Also, keine Ahnung, der macht das so ohne Skrupel irgendwie einfach so und man denkt sich so, okay. Er wirkt ja immer so sanftmütig und alles, aber keine Ahnung, dann macht er einfach ohne Skrupel, wie gesagt. Sticht er einfach da rein mit seinem Schwert. Und das Wasser sinkt so schnell, obwohl er nur so ein kleiner Riss ist, komisch. Oh, ein Herzcontainer, stimmt. Ich habe nicht drauf geachtet, wo der Schattenkristall diesmal war. Oh. Kommt einem das nicht bekannt vor? Da ist er, der letzte Schattenkristall. Yeah. Versprochen ist versprochen, also gib ihn mir schon, ja? Jetzt schau mich nicht so an, ich brauche ihn nun mal. Dafür werde ich dir auch helfen, mit Santo klarzukommen. Ist ja schrecklich, wie der sich als König der Schatten aufspielt. Seine magischen Kräfte sind nicht seine eigenen. Und mit diesem Teil werde ich dir das beweisen. Ist doch in Ordnung, oder? Also, ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich dich bis jetzt so hin und her gescheucht habe. Ja, Link, du. Mit dir kann man eh machen, was man will. Ich meine, Matt. Also gut, gehen wir? Ja, ist gut. Wir gehen. Herzcontainer halten. Erst sagt sie so, ja, los, gehen wir. Und dann, wenn man sie fragt, willst du wirklich weg von hier? Ja, ja. Heuchlerin. Meine Füße sind weg. Ja, cooler Boss. Spiel speichern, ja. Da sind ein bisschen zu viele Stunden. Ne, der hat sie nicht gespeichert. Ach, egal, keine Ahnung.
Hallo. Oh, wir sind wieder hier. Den Ort kennen wir. Boah, ist er riesig. Boah, ist er hübsch. Wieso ist er so riesig? Oh, nein. Kannst auch mit uns reden, Penner. Tanto. Dass du es wagst, dich mir mit einer so altertümlichen Magie entgegenzustellen. Midna, du törichte Anführerin. Wieso stellst du dich gegen deinen König? Du willst unser König sein, dass ich nicht lache. Und die Magie unseres Volkes wird von dir doch nur schändlich missbraucht. Denkst du etwa, meine Magie sei die alte Magie unseres Volkes? Du überraschst mich. Meine Magie, in der ich die Schatten beherrsche, ich habe sie von meinem eigenen Gott empfangen. Aua. Nie. Was wird in unseren Kopf eingeflößt? Sag, Midna, hast du schon vergessen? Dieses Tier ist ein Wesen des Lichts. Eines jener Wesen, die uns so grausam unterdrückten. Was du auch tust in ihrer Welt, bist du nur ein Schatten und ohne jede Bedeutung. Doch wenn wir diese Welt erobern, werden die lichte Welt und das Schattenreich eins. Für unser Volk ist die Zeit der Rache gekommen und endlich werden die Schatten auch den lichten Teil der Welt verfinstern. Siehst du es denn nicht, Midna? Alles, was noch fehlt. Bist du... Er ist ein Fisch. Nein, keine Ahnung. Was ich tue, geschieht nur zum Wohle unseres Volkes. Deshalb leih auch du mir deine Kraft. Du willst nicht? Auch gut, schicken wir dich zurück in die lichte Welt, nach der du dich so sehr sehnst. Weg. Sogar eine sanfte Landung. Die im Schloss gefangen ist, im tiefsten Herzen der Finsternis. Nur die Prinzessin kann dir wieder zu deiner wahren Gestalt verhelfen
die dir die Schatten geraubt haben. Okay, das ist nun mal krass. Jetzt fängt irgendwie das Spiel erst richtig an, finde ich. Und ja, wir müssen jetzt zum Schloss. Und das machen wir im nächsten Part. Und ja. Arme Midna. So viel Licht scheint ihr nicht gut zu tun. Komisch. Naja. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind ein Wolf in der lichten Welt. Ist das nicht krass? Naja. Weil er irgendwas an unsere Stirn hat. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Naja. Wir sehen uns dann einfach mal im nächsten Part. Und ja. Tschüss.